Vor der Kamera hat dieser Fernseher ein Geheimnis. Er zeigt dreidimensionale Bilder. Sichtbar werden sie allerdings nur für das menschliche Auge. Blumen, die aus dem Bildschirm wachsen, Insekten, die auf einen zukrabbeln, den Effekt kennt man schon aus dem Kino, nur dort trägt man meist eine 3D-Brille. Am Fraunhofer-Institut haben die Wissenschaftler an einem Fernseher gearbeitet, der das auch ohne Brille kennt. Herr Leiner, wie funktioniert das? Ja, wenn Sie 3D ohne Brille sehen wollen, dann müssen Sie das, was die Brille macht, auf eine andere Art erreichen. Die Brille trennt das Bild, das das linke Auge sieht, von dem Bild des rechten Auges. Und das kann man natürlich auch erreichen, wenn Sie immer gucken, wo steht denn die Person, wo steht der Betrachter. Zwei kleine Kameras haben den Zuschauer im Blick. Sie erfassen seine Position. Anhand dieser Daten schickt der Fernseher zwei Bilder in Richtung des Betrachters. Eines für das rechte und eines für das linke Auge. Daraus entsteht im Gehirn ein dreidimensionales Bild. Allerdings nur, wenn die sogenannte Eye-Tracking-Funktion des Fernsehers auch ein Augenpaar erkennt. Jetzt gibt es natürlich Leute, die kommen mit einer dicken Sonnenbrille oder haben eine Frisur, die ein bisschen schwierig ist. Dann beginnt es anstrengend zu werden, die Person zu erkennen. Was wäre so eine Problemfrisur? Vielleicht so? Jetzt gucken wir mal, ob er mich noch erkennt. Es ist tatsächlich so, wenn die Haare die Augen verdecken, wird es schwierig. Knackpunkt des Prototyps, der Fernseher macht einsam. Denn bislang kann nur ein Zuschauer wirklich dreidimensionale Bilder sehen. Die Technologieentwicklung geht natürlich in die Richtung, wie kann ich einen Fernseher bauen für mehrere Personen ohne Brille. Nicht nur die heimische Flimmerkiste soll eine Dimension mehr darstellen. Dieses Bildschirmsystem wird wohl künftig eher am Arbeitsplatz stehen. Es zeigt dreidimensionale Bilder und lässt sich per Fingerzeig steuern. Das ist jetzt schon fast ein bisschen spooky, weil man hier fast so ins Auge greifen kann. Also es fühlt sich sehr, sehr nah an. Ja, und das deutet auch schon darauf hin, dass es nicht als Fernseher gedacht war, sondern eben als Arbeitsplatz der Zukunft, an dem der Ingenieur oder der Konstrukteur ein Objekt, sagen wir jetzt mal eine CAD-Konstruktion, bearbeitet. Für die Forscher ist es noch ein langer Weg, bis die brillenlose 3D-Technik wirklich vielfältig einsetzbar ist. Weil ihre Testpersonen ungeduldig sind, müssen manchmal Pappdoubles aushelfen. Was macht George Clooney hier? Na, ganz einfach, das ist eine Referenzperson für uns. Wir müssen ja die Gesichter ausmessen und dann haben wir uns einfach, wir haben hier auch Heidi noch dazu, als Double, dass es nicht diskriminierend ist. Damit messen wir die Bildschirme ein. Ja? Da werden dann Kameras, hier sehen Sie so ein kleines Loch, da wird eine Kamera durchgesteckt und dann sehen wir genau, wie die Augenposition dieser Person ist. Man könnte es auch mit anderen machen, aber so macht es mehr Spaß. 3D-Fernsehen mit George Clooney. Wer würde da schon abschalten?